So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Morning Meeting heute am Montag, den 27. März 2023, gemeinsam mit Markets. Wollen wir uns einen Blick gönnen auf die Märkte, natürlich auf die Entwicklung rund um die Deutsche Bank ganz besonders, die ja einiges an Turbulenzen auf den Weg, beziehungsweise der europäische Bankensektor, muss man vielleicht sagen, Deutsche Bank stellvertretend vielleicht, auch Commerzbank natürlich massiv mit Abschlägen am vergangenen Freitag. Aber wir haben nochmal so ein bisschen die Kurve gekriegt. Ich will nicht sagen, dass da plötzlich Risikoappetit aufkam, aber es war schon erstaunlich, auch im Vergleich, also beziehungsweise im Hinblick auf Gold beispielsweise, wo ich ja eigentlich durchaus einen tiefen Lauf über 2000 mir habe sehr realistisch vorstellen können, ähnlich dem eine Woche zuvor, rund um die Credit Suisse wiederum, die ja seit Mittwoch dort Schwierigkeiten hatte, seit dem 15.3. glaube ich, da ging die Schlagzeilen los, dann übers Wochenende übernommen wurde durch die UBS und dergleichen. Und ja, also hat sich relativ stabil präsentiert, auch jetzt zum Wochenstart, also ganz besonders auch der DAX in dem Zusammenhang. Erstaunlich stabil tatsächlich, aber die Situation ist natürlich alles andere als geklärt, beziehungsweise die Situation stellt sich vielleicht sogar noch dramatischer negativ dar, als wir uns das ausmalen können, denn es musste sich ja sogar Bundeskanzler Scholz genötigt sehen, hier dann in dem Zusammenhang beruhigende Worte zu sprechen und im Zusammenhang mit den Einlagen bei der Deutschen Bank und der Finanzsituation darauf hinzuweisen, dass alles sicher ist und dass die Deutsche Bank hochprofitabel arbeitet. Ja, da scheint er bessere Informationen zu haben als die Marktteilnehmer, die nämlich die Deutsche aggressiv abverkaufen. Auch die Credit Default Swaps schießen durch die Decke. Die Aufschläge hier für oder die Versicherungsprämien für die Versicherung gegen einen Ausfall der Deutschen als Schuldner. Und so, also lange Rede, kurzer Sinn, das sind eigentlich keine besonders guten Vorgaben für den DAX. Der kann sich aber bis dato jedenfalls oberhalb von 15.000 halten, nach dem Abverkäufen am Freitag zurückgelaufen über dieses Niveau. Und er hat jetzt auch gerade eben, habe ich gesehen, kurz bevor ich das Morning Meeting hier startete, den EMA 50 auf 5-Minuten-Basis zurückerobern können. Also das heißt, es gab kein Follow-Through unter die 15.000er-Marke, die weitere Bearishness sicherlich auf den Weg gebracht hat. Auch Gold handelt wieder deutlicher unterhalb der 2000 Dollar-Marke. Schauen wir mal. Also der Breakout nach oben, der bleibt auf jeden Fall weiter eine ernstzunehmende Option, aber für eine saubere Chartformation. Also möglichst auch eine steigende Dreieckstruktur, wobei das jetzt schon langsam kein Dreieck mehr wird. Ehrlich gesagt ist allerdings nötig, dass da jetzt auch mal Nachfrage reinkäme. Aktuell allerdings halten wir uns doch relativ deutlich unterhalb der 2000er-Marke und vor allem auch im Bereich der Tagestiefs. Also wirklich Optimismus kommt in keinster Form derzeit auf. Aber wir haben auf jeden Fall ein mögliches Level, welches in den kommenden Tagen interessant werden könnte. Sollten wir in den Quartalsschluss hinein jetzt entsprechende Impulse zu sehen bekommen? Wenn nicht, kann es auch sein, dass wir dann erst in die kommende Woche nochmal Impulse zu sehen bekommen. Und da wiederum ist es ganz interessant. Wir haben nächste Woche Freitag zum Beispiel Veröffentlichung der Non-Farm Payrolls. Eigentlich ein wirkliches Market-Moving-Event. Und die fallen zusammen mit Karfreitag. Also das ist ein Börsenfeiertag. Das bedeutet, da ist die US-Börse, der Aktienmarkt zum Beispiel, ist geschlossen. Da sind also Devisen handelbar. Da sind auch Rohstoffe handelbar, verkürzt handelbar, also der Future. Aber nichtsdestotrotz, das ist vergleichsweise illiquide in einem Umfeld. Und das wird dann schon ziemlich interessant mal zu sehen sein, wenn man solch eine Veröffentlichung, solch eine richtungsweisende Veröffentlichung dann auf einem solchen Tag tatsächlich stattfinden lässt. Aber bevor wir darauf blicken, dafür haben wir in den kommenden Tagen sicherlich noch genügend Zeit. Zunächst einmal, wie gesagt, der Blick hier dann auf die Deutsche, die Entwicklungen rund um die Deutsche Bank, wie sich das eventuell als Play anbietet. Ich denke auch, dass der Halbleiterbereich durchaus interessant werden könnte, auch eine Nvidia, mit einem möglichen Play am Freitag tatsächlich. Da könnte ich nochmal zwei, drei Gedanken zu formulieren in der Nachbetrachtung jetzt. Ich habe nämlich tatsächlich einen Square Kind Trade bekommen, habe dann allerdings einen in Nvidia machen können. Der war allerdings ist Break-Even rausgegangen. Also das ist leider, ich habe den zu aggressiv gemanagt, beziehungsweise das kam nicht sofort Abgabedruck auf. Das Marktumfeld insgesamt auch übergeordnet war ein bisschen ungünstig dafür, ehrlich gesagt. Ich glaube, wenn das wirklich richtig risikoavers gewesen wäre, dann hätte das Potenzial gehabt. Also so so Richtung 260 vielleicht auch drunter. Sieht auf jeden Fall jetzt Nvidia leicht topisch aus. Und in dem Zusammenhang könnte es sein, dass sich dort, wenn auch aus technischer Perspektive, aber von dem Hintergrund, dass wir doch recht stark überdehnt auf der Oberseite anmuten, zeitnah mit einem Pull-In rechnen sollten, der sich eventuell dann Intraday auch short von unserer Seite spielen lässt. Bevor wir allerdings einen Blick darauf werfen und ganz offiziell starten, zunächst einmal der Blick auf den Risikohinweis. Devisen und CFDs sind komplexe Handelsinstrumente, die werden auf Margin getradet und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren, sind ausgehend hiervon nicht für jeden Marktteilnehmer Anleger geeignet. Bevor man mit dem Handel beginnt, erstelle man bitte sein persönliches Risikoprofil und oder lasse ein solches erstellen von einem unabhängigen Finanzberater, lade sich dann auf markets.com/de kostenlos eine Demo herunter und teste den Handel risikofrei, schaue, ob das persönliche Risikoprofil mit dem Produktcharakteristika
von CFD-FX-Produkten korrespondiert. Sofern man das für sich mit Ja beantworten kann, hat man natürlich auch die Möglichkeit, hier ein Live-Konto zu eröffnen. Alle Informationen, vollständige Risikohinweis findet ihr auf markets.com/d. Darüber hinausgehend nutzt gerne die Möglichkeit, die Elena per E-Mail zu kontaktieren, solltet ihr Fragen ganz besonders zu Markets als Broker haben. Habt ihr Fragen zu den Märkten? Natürlich nutzt die Möglichkeit, jetzt gerne einmal hier im Morning Meeting sie live und in Farbe zu stellen in der Chatbox bei YouTube bzw. auch bei Twitch. Und da würde ich dann entsprechend natürlich beantworten. Beziehungsweise nutzt auch gerne, wenn ihr euch die Aufzeichnung jetzt ganz besonders bei YouTube anschaut, unterhalb des Videos die Kommentarfunktion, eure Fragen zu stellen. Die würde ich dann auch entweder schriftlich beantworten oder gleich dann auch im nächsten Morning Meeting hier entsprechend eben oder die Möglichkeit nutzen, diese dann hier zu beantworten. Darüber hinausgehend, schaut gerne in der Discord-Community vorbei. Ich habe kurz überlegt, ob ich am Freitag das Play für Nvidia vorgestellt habe, da hatte ich aber nicht. Ich hatte tatsächlich mich hauptsächlich auf Square fokussiert gehabt also im Gameplan, aber normalerweise teile ich meine geplanten Plays für den Handelstag auf jeden Fall auch dort. Also schaut dort gerne vorbei, tauscht euch gerne mit den anderen Zuhörern hier im Morning Meeting, beziehungsweise dann auch dann Tradern innerhalb der Discord-Community aus. Teilt eure Setups und so weiter und so weiter und weiter. Schaut auf jeden Fall gerne dort vorbei. Und soweit zur Einführung. Dann wollen wir einen Blick werfen auf die Aktienindizes und hier einen Blick werfen jetzt auf den DAX. Der zeichnet jetzt da so eine Art kleines V ein nach einem bärischen Opening Drive, den wir hier zu sehen bekommen haben. Kurzer Pop auf der Oberseite. Wie gesagt, hier, das war die Entwicklung übergeordnet. Das ist jetzt ganz kurzfristig. Der 5-Minuten-Chart, hier haben wir die Stunde oben rechts. Wir sehen diesen bärischen Drive. Das ist mit Sicherheit den Entwicklungen rund um die Deutsche geschuldet. Sehen jetzt allerdings, die europäischen Banken kommen einigermaßen stabil rein. Die Situation hat sich nicht dramatisch verschlimmert rund um die Deutsche Bank übers Wochenende, zumindest nicht im Hinblick auf irgendwelche Hiobsbotschaften oder News, die über den Ticker gelaufen sind. Nichtsdestotrotz, wir sehen das zunehmend offensichtlich jedenfalls erstmal hier in Europa. Ich weiß nicht, ob die Situation in den USA sich nicht vielleicht ein bisschen stabiler tatsächlich darstellt. Also nicht, dass die Situation dort sich entspannt hätte, jetzt im Rahmen der geldpolitisch im Rahmen der geldpolitisch restriktiven Haltung seitens der US-Notenbank. Aber zumindest mal kann man doch erkennen, dass sich der S&P im Bereich um 4.000 Punkte stabilisierend und auch der Nasdaq, ganz besonders der Tech-Sektor, im Bereich um seine Jahreshoch stabilisierend relativ stark präsentieren im Vergleich zum DAX jetzt, mittlerweile. Zum Jahresbeginn sah das ja anders aus. Zum Jahresbeginn hatten wir hier diese Bullishness im DAX und wenn es dann mal einen kurzen Pull-in gab im S&P oder im Nasdaq, hat der DAX das komplett abgeschüttelt hier in Anführungsstrichen. Aber nunmehr sieht man doch auch ausgehend von der Kerzenstruktur insgesamt, denke ich mal, hier unten im Daily, man kann relativ gut erkennen, dass die Volatilität deutlich anzieht aktuell und dass da einiges an Unruhen derzeit offensichtlich reinzukommen scheint. Geschuldet sicherlich auch dem geldpolitischen Kurs, den die Fed jetzt kommuniziert hat. Leitzinsanhebung 50 Basispunkte in Aussichtstellung, weitere Zinsanhebungen. Irgendeine wirre Rhetorik, möchte ich fast mal sagen, wo man Geldwertstabilität auf der einen Seite, also Inflationsbekämpfung, in den Mittelpunkt des Schaffens stellt und auf der anderen Seite dann sagt, man stellt aber Liquidität für die Banken zur Verfügung, zwecks Finanzstabilität. Also unterm Strich, wie gesagt, nicht wirklich vertrauenserweckend und macht sich meiner Einschätzung nach eben auch dann bemerkbar jetzt im Kursverlauf hier im DAX, der rund um die derzeitigen Schwankungen und Probleme, die der Bankensektor zu sehen bekommt, sich davon nicht lossagen kann. Aufhellen würde sich das Bild auf jeden Fall mit Break über die 15.300er Marke. Bis jetzt sehe ich allerdings, oder zumindest im aktuellen Umfeld, sehe ich in keiner Weise in irgendeiner Form eine wirkliche Chance, dass das hier in irgendeiner Form zeitnah auf den Weg gebracht wird. Halten unterhalb favorisiert eher die Short-Seite und macht denkbar, sehr wahrscheinlich sogar, dass wir nochmal uns in Richtung der 14.800er Region aufmachen. Wie gesagt, was interessant ist, ist derzeit, dass wir hier bis dahin jedenfalls den EMA haben zurückerobern können. Den sind wir gerade hier angelaufen, rollten über, hatten hier Schwierigkeiten und jetzt laufen, driften wir so langsam drüber. Es ist keine Dynamik in irgendeiner Form erkennbar. Vielleicht ist es zusammenzusetzen oder zusammenfallen vielleicht. Nein, eigentlich nicht. Ich hätte mich fast dabei ertappt und gesagt, IFO Geschäftsklimaindex, aber der ist schon vorher veröffentlicht worden, meines Wissens nach. Kann man ganz kurz hier einen Blick drauf werfen. IFO Business Climate Trading Economics. Ja, angestiegen und veröffentlicht worden
heute Morgen um 9, also das heißt, es ist schon 2 Stunden her. Am Kassaeröffnung ist durch, leicht über der Erwartung, aber wie gesagt, auf dem höchsten Stand tatsächlich sogar. Höchster Stand seit nahezu einem Jahr. Ja, Jahreshoch sogar zu sehen bekommen. Also Geschäftsklimaindex hält sich ein wenig auf, vielleicht auch durch die Entwicklungen rund um die Energiepreisentwicklung in dem Zusammenhang. Also niedrigste Niveaus zwischenzeitlich im Jahr 2022 gehabt, seit der Corona-Panik. Und jetzt eben entsprechend ein Aufdrehen an dieser Stelle. Aber nicht überzubewerten in irgendeiner Weise. Also nochmal, vielleicht dieser bärische, nein, eigentlich nicht. Der bärische Drive, der hat damit nichts zu tun. Das ist zu viel. Dem können wir nicht zusammen bringen an der Stelle. Also zu, ausgehend vom übergeordneten Bild, aktuell choppy, aber mit bärischer Tendenz. Rücklauf über den EMA an der Stelle, das ist jetzt nicht optimal. Ehrlich gesagt, also wir wollen eher einen Rücklauf drunter und halten unterhalb zu sehen bekommen, und würde dann mit Markierung neuer Tagestiefs und so mit einem Drop unter die 15.000er Marke, würde dann erwarten, dass wir nochmal in Richtung der 14.8 uns aufmachen, Zwischenziel im Bereich um 14.900 Punkte ungefähr verlaufen. Ich glaube, das kommt aktuell am ehesten hin. Wie gesagt, mir fällt schwer, ohne externe Impulsgeber hier ganz besonders. Mal schauen, vielleicht seitens der US-Märkte ein bullischer Drive. Aber auch hier sieht die Situation eher so ein bisschen ausbaufähig aus, ehrlich gesagt. Vielleicht sind die US-Märkte in der Lage, uns ausreichend Rückenwind zu verschaffen, um uns in Richtung 15.3 zu führen. Aber du willst einen Tagesschluss oberhalb von 15.3 zu sehen bekommen, um die Situation sich im DAX deutlicher aufhellend präsentieren zu lassen. So, ich schau mal ganz kurz hier in die Chatbox. Okay, um 10. Ah, okay, um 10. Verzeihung, um 10 sind die veröffentlicht worden. Die sind nicht um 9 veröffentlicht worden. Ich dachte, war klar, GMT, logisch. Jetzt musste ich gerade umdenken. Wir haben ja die Uhrzeit umgestellt übers Wochenende. Ist ja jetzt wieder Sommerzeit. Deswegen fängt auch die US-Märkte heute um 15.30 Uhr wieder an. Und jetzt ist es GMT plus 2. Also wenn wir GMT sehen, müssen wir jetzt 2 Stunden draufrechnen, weil wir in der Sommerzeit sind. Und wenn da 8 AM steht, dann müssen wir 2 Stunden, also 10 Uhr entsprechend draufrechnen. Aber Details am Rande. Also, das ist die Situation im DAX. Wie gesagt, aktuell nicht sonderlich spannend oder interessant, meiner Einschätzung nach. Situation in den US-Märkten sieht relativ ähnlich aus. Wenn auch mit, also zumindest im derzeitigen Umfeld, und das gilt besonders für den Tech-Sektor, mit einfach einer ausmachbaren Stärke. So muss man es vielleicht eher formulieren. Guck mal ganz kurz. 22. Nee, das war die FED, das war Yellen. Das waren die Kommentare von Yellen. Ich gucke mal ganz kurz, wir wollen mal, ja, hier, das war so der Ausgangspunkt. Das waren die Entwicklungen rundum. Silicon Valley und First Republic und Signature und also US-regionale Banken haben wir komplett bis dahin wieder aufholen können, diese Abschläge. Das ist im DAX, stellt sich das ein bisschen anders dar. Gehen wir mal ganz kurz zurück auf den DAX. Da sehen wir, handeln wir unterhalb dieser Niveaus. Hier fing alles an. Rund um Silicon Valley und so weiter. Da handeln wir also roundabout 200, 300 Punkte unterhalb dieser Niveaus. Wir sind aber bis dato jedenfalls in der Lage gewesen, die Abschläge rund um die Credit Suisse hier wieder aufzuholen. Also das bedeutet etwas anders formuliert, wir sind ungefähr im Bereich Credit Suisse. Das haben wir relativ gut, haben wir das verarbeiten können. Jetzt stellt sich eben die Frage, wie die Situation weiter um die Deutsche darstellt. Ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt, aber auf mich macht das den Eindruck, als wenn sowohl die Credit Suisse als auch die Deutsche, wie soll ich sagen, keine so starken Auswirkungen auf die US-Equities haben. Also das scheint so ein bisschen losgelöst voneinander zu sein. Das überrascht deswegen, weil sowohl die Deutsche als auch die Entschuldigung, die Deutsche und die Credit Suisse ja systemrelevante Banken sind. Aber offensichtlich sieht man hier an dieser Stelle keine so starken Verflechtungen oder Auswirkungen im Hinblick eben auf den US-amerikanischen Finanzplatz. Also so zumindest der Eindruck, der sich hier erstellt oder einstellt. Im Falle des S&Ps, Ausgangsniveau, wir sind jetzt im Bereich um ungefähr 4.000 Punkte. Das war von Yellen, die Kommentare im Hinblick auf die Einlagensicherung. Auch die hat sich ja nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert, Finanzministerin Yellen in den USA, im Hinblick eben auf die Einlagensicherung. Interessant wird zu sehen sein, ob wir in der Lage sind, über die 4.000 zu laufen und oberhalb dieses Levels halten können. Dann würde ich sagen, haben wir das sehr gut verarbeitet. Zum einen die Kommentare von Yellen, als zum anderen auch eben entsprechend diese überraschend restriktive Haltung seitens der US-Notenbank, seitens der Fed.
restriktive Haltung, nochmal ganz kurz zur Erinnerung, Leitzinsanhebung 25 Basispunkte, das konnte größtenteils erwartet werden. Was überraschend kam, war mit Sicherheit hier der Dotplot im Hinblick auf die Economic Projections, dass der nicht angepasst wurde, also deutlich sich nach unten reduziert hat, was wiederum jetzt offenbart, dass der Markt, also der Terminmarkt ganz besonders, offensichtlich das Vertrauen in die US-Notenbank komplett zu verloren haben scheint. Was meine ich damit? Damit meine ich, dass das FedWatch-Tool, wenn wir uns das hier anschauen, wie der Terminmarkt aktuell die Wahrscheinlichkeit oder das Zinsniveau sieht am Ende des Jahres 2023, das habe ich hier mal gekennzeichnet, bei 400 bis 425 Basispunkten, also 100 Basispunkte tiefer sieht als das, was die Fed gerade eben kommuniziert hat innerhalb ihrer Economic Projections. Also der Markt, der sagt an dieser Stelle, ihr könnt erzählen, was ihr wollt, aber wir glauben euch kein Wort. Das ist im Grunde genommen recht plump formuliert, aber genau das, was sich hier widerspiegelt. Und genau dieses Misstrauen, das ist dann auch übrigens etwas, was darüber hinausgehend eventuell, besonders im Hinblick auf den US-Dollar-Skepsis aufbringt, weil jetzt kommt vielleicht auch die Frage, wenn wir gleich im Devisenbereich ja nochmal kurz vielleicht auch reinschauen, dass man sich die Frage stellt, naja, wenn der Euro und die EZB geldpolitisch expansiver sich präsentieren, ist es vielleicht sinnvoll, vielleicht aus dem Euro in US-Dollar zu schichten, zum Beispiel auch ein Trading-Konto zum Beispiel dann in US-Dollar zu halten, beispielsweise, oder dergleichen, weil einfach da die Aussichten positiver sind. Das ist auch etwas, was mich übrigens beispielsweise im Hinblick auf mein US-Equities-Trading natürlich interessiert. Die Sache ist nun jetzt die, ist denkbar und das Potenzial für Abschläge im Euroraum ist definitiv gegeben bei einem expansiven geldpolitischen Kurs seitens der EZB. Der Kehrseite sehe ich allerdings auch nicht am wirklichen Vertrauen sich aufbauen, auch meinerseits im Hinblick auf den US-Dollar. Und das ist ganz wesentlich sicherlich auch wird getragen durch die aktuellen Entwicklungen, nicht nur im Finanzsystem oder im regionalen Bankensektor, sondern auch durch diese wirklich seltsame Kommunikation beziehungsweise diese offensichtliche Abkopplung dessen, was die Fed kommuniziert und das, was der Markt daraus macht. Das ist also kein wirklich starkes Signal an der Stelle für den US-Dollar insgesamt. Aber in Summe wird auf jeden Fall ein geldpolitisch lockerer Kurs erstmal erwartet. Und der begünstigt scheinbar, jedenfalls im S&P, eher die Long-Seite. Was bedeutet, nehmen wir die 4000 raus und ganz besonders nehmen wir auch diese Spike-Hochs raus, die wir hier auf die Fed ausgebildet haben, dann ist denkbar, dass wir in den Quartalsschluss hinein uns bis in Gefilde um 4070 erstmal, vielleicht 4100 Punkte sogar eben bewegen. Halten wir unterhalb. Dann wäre nochmal ein Test der 3,9 denkbar, beziehungsweise hier der 3,830er Region sogar. Könnte durch entsprechende Turbulenzen am europäischen Finanzmarkt natürlich auf den Weg gebracht werden. Schauen wir einfach mal. Also für den heutigen Tag erstmal bis dato abwarten. Sollten wir über 4000 brechen und halten, eher die Long-Seite, sollten wir das nicht schaffen, eher choppiges Treiben mit leichter Überrolltendenz am wahrscheinlichsten. Und ja, das wäre es eigentlich für den S&P an der Stelle gewesen. Relative Stärke weiterhin, wie gesagt, im Tech-Bereich, denn da zeichnet sich eben ein geldpolitisch lockerer Kurs Ende des Jahres ab, seitens des Terminmarktes. Und genau daraus erwächst hier eben starkes Breakout-Potenzial im Zusammenhang mit dem Nasdaq. Also wir können klar erkennen, wir halten schon jetzt im Bereich auch hier um ungefähr die Aussagen von Yellen. Sehr, sehr volatiles Treiben, aber insgesamt höhere Tiefs. Auch hier am Freitag sind oberhalb der Tiefs von Yellen am Mittwoch sind offensichtlich Käufer reingekommen. Auch hier, bevor wir jetzt ein bullisches Signal generiert sehen, ist es erstmal nötig, dass wir über die 12.900er Marke brechen. Aber die Wahrscheinlichkeit vor dem Hintergrund der aktuellen Performance, die wir hier zu sehen bekommen, dass der Break zeitnah stattfindet, sobald sich eine Entspannung im Gesamtfinanzsystem eben herauskristallisiert, die vielleicht dann auch von Europa getriggert wird oder dergleichen, die Wahrscheinlichkeit dafür ist auf jeden Fall gegeben. Und Tech-Titel bleiben also auf jeden Fall durchaus interessant. Das wird gleich im Einzeltitelbereich vielleicht auch ganz relevant sein, weil der Tech-Bereich. Unter dem fällt natürlich auch der sogenannte Semiconductor-Bereich. Wenn ich diese relative Stärke hier sehe, wenn ich sowieso sehe in der Nvidia zum Beispiel, auch, dass die relative Stärke sich da nochmal deutlicher widerspiegelt. Also das heißt, in einem derzeit starken Umfeld, das der Leader ist und dann auch entsprechende bullische Sicht zeigt, da dann eine Short Play auf den Weg zu bringen,
ist ein bisschen fortgeschritten, in Anführungsstrichen, so würde ich es mal vielleicht an der Seite sagen, beziehungsweise sehr, sehr optimistisch. Und erklärt auch, warum ich zum Beispiel so aggressiv mit meinem Stop dahinterhergegangen bin, was ich im Nachgang ein bisschen schade finde, weil das wären 4 Punkte, 5 Punkte gewesen, die ich hätte da dann im Laufe der nächsten Stunden durchaus auf der Uhr hätte stehen haben können. Auf der Kehrseite sehe ich aber eben auch diese relative Stärke hier an dieser Stelle und sehe jederzeit die Möglichkeit, dass es dort nochmal zu einem richtigen scharfen Spike auf der Oberseite kommt. Und fokussiere mich dann wirklich auf einen ganz, ganz kurzfristigen Bereich, der sich dann in meinem Trading auch entsprechend widerspiegelt. Aber zurück nochmal kommen, ganz kurz auf den breiten Markt, auf den Index. Also sollte es der Break hier werden, sollten wir über die 12,9 brechen, die Region also um diese Spike-Hochs von der Fed rausnehmen im Nasdaq, dann glaube ich, haben wir eine sehr, sehr realistische Chance, zügig uns in Richtung hier der August-Hochs ungefähr zu bewegen, verlaufen derzeit im Bereich um 13.700 Punkte, Pi mal Daumen. So, nunmehr, ja, nunmehr, das wäre es erstmal für den breiten Markt gewesen. Werfen wir einen Blick auf die Einzeltitel. Ich mache erstmal eine Nvidia auf, ganz kurz, mit dem Play von Freitag. Bevor wir aber uns dem widmen, also wir sehen hier schon leichter Abgabedruck, der ist erkennbar. Dann wiederum allerdings ist das ein Pull-in, wo erstmal mehr folgen muss, in Anführungsstrichen. Also jetzt sollte klar sein, mit den Tiefs von Freitag, Drop halten unter 2,63 ist es ungefähr. Dann könnten wir vielleicht mal einen Pull-in sehen aus diesem fast schon aberwitzigen Lauf seit Jahresbeginn eigentlich hier. Startend um $140, $142 ungefähr Anfang des Jahres und year to date in der Spitze bis fast 280 gelaufen. Wie gesagt, das ist ein Big Tech Company, das ist Teil des Fangman-Kartells in Anführungsstrichen. Also, das bedeutet etwas anders formuliert. Hier haben wir eine Marktkapitalisierung jetzt auf über eine halbe Billion US-Dollar anwachsen sehen. Das ist also ein stark überdehnter Modus auf der Oberseite, den wir hier zu sehen bekommen haben und der Tanker, der läuft erstmal in eine Richtung. Um den jetzt zu drehen, da bedarf es schon ein bisschen mehr. Da brauchst du einen fundamentalen Katalysator und dergleichen. Den hatten wir nicht. Also, das ist ein reines technisches Spiel an der Stelle. Und demnach ist das auch so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, solche Short Plays, weil das eben nicht zwangsläufig der Weg des geringsten Widerstandes ist, tatsächlich. Aber dennoch, also interessant ist, weil wiederum, wenn so eine Avalanche, hätte ich jetzt gesagt, so eine Lawine erstmal losgetreten ist, und der kommt ins Laufen auf der Unterseite, dann läuft er auch ein paar Punkte und das kann Chance-Risiko-Verhältnis technisch dann auf den kurzen Zeitebenen durchaus von Interesse sein. Aber bevor wir jetzt gleich auf Nvidia schauen, ich will mal ganz kurz hier in den Pre-Market-Screener gucken, was heiß ist. Banken sind wieder heiß, also KRE ist heiß. Der ETF, der den regionalen Bankensektor abbildet, müssten wir gleich mal einen Blick drauf werfen. Sieht aber auch leicht bodenbildungstechnisch aus, was wir dort zu sehen bekommen. Könnte auch sein, dass das ein ganz interessantes Play ist. Also, auch wenn ich mich im Einzeltitelbereich da weiter mit First Republic und Co. eben schwer tue, ich glaube, First Republic oder was jetzt die Silicon Valley Bank, glaube ich, habe ich gelesen, sollen übernommen worden sein. Aber also, die sind erstmal raus. Die Finanzinstitute fühle ich mich nicht so wirklich wohl bei. Tesla nahezu unverändert, auch ein möglicher Breakout-Kandidat technisch. Nvidia. Ja, also ihr seht, hier ist aktuell nicht wirklich viel los. Carnival vielleicht. Carnival könnte heute interessant werden, weil Carnival liefert nämlich vorbörslich Zahlen. Dafür lege ich mal ganz einen Blick drauf. Auch BioNTech vorbörslich mit Zahlen. Das könnten zwei Plays werden. BNTX an der Stelle. Allerdings taucht die Aktie jedenfalls hier noch nicht auf. Wäre nicht überrascht, wenn die enttäuschen, wenn der Ausblick enttäuscht. Ja, null gehandelt bis jetzt, unverändert, 524 Stücke. Also die Zahlen offensichtlich noch nicht veröffentlicht und wenn, dann ziehen sie auf jeden Fall keinerlei Aufmerksamkeit auf sich. Also BioNTech an der Stelle könnte was werden. Mal gucken. Vielleicht, wenn die Zahlen veröffentlicht werden, gibt es natürlich dann entsprechend das Play von mir nachgeliefert in der Discord-Community. Ausblick, ich würde mal sagen, eher durchwachsen. Weil, wie gesagt, nicht nur, dass die Pandemie vorbei ist, sondern an der Stelle ist es eben auch so, dass das einzige Geschäftsmodell war, im Grunde genommen staatlich subventioniert über die Inaussichtstellung einer Impfpflicht und dergleichen und die Abnahme entsprechend dieses Präparats, dieser Impfung,
dass in dem Zusammenhang das Geschäftsmodell war. Da gibt es jetzt einige News in die Richtung, dass man da sich auch im Bereich Krebsimpfstoff und dergleichen eben entsprechend positioniert. Also Fakt ist auf jeden Fall einmal, dass wir, glaube ich, einen eher durchwachsenen Ausblick erwarten sollten und infolgedessen eher die Shortseite begünstigt sehe, eigentlich. Also so zumindest jetzt mal mein grober Überblick. Also von den Allzeithochs sind wir so weit weg wie die Erde vom Mond. Und ich gehe eher davon aus, dass aus dieser aktuellen Konsolidierung hier früher oder später eher der Break auf der Unterseite stattfindet. Ich gucke mal ganz kurz, das ist natürlich eine sehr, sehr grobe Darstellung, aber 130 im Bereich unserer Range. Also wenn wir die droppen, unter 125 vielleicht sogar. Das könnte interessant werden. Aber wie gesagt, das ist jetzt zu früh, da müssen wir erstmal abwarten, wie die Zahlen eben entsprechend reinkommen. Liquidere Titel sind da durchaus vielversprechender. Wie gesagt, eine Nvidia könnte ganz interessant sein. Gedanke, der sich hier zeigt, ist, wir sind sehr, sehr weit gelaufen, stark überdehnt auf der Oberseite. Die Frage, die sich dann natürlich jetzt stellt an der Stelle, ist, wie spiele ich das? Also, welche Signale bräuchte ich denn jetzt und sehe, jetzt ist er reif und jetzt kommt potenziell Druck auf, beziehungsweise habe ich mich dann short positioniert jetzt am Freitag. Den Grund da fand sich hier in diesem Gedöns, in Anführungsstrichen, um die 268. Das sehen wir jetzt zwar hier nicht in diesem Chart, aber ich gehe mal ganz kurz in meinen Chart und da wird das sofort offenbar, warum die 268 da eine Rolle gespielt hat. Also die 268, die konnte man, oder in meiner Darstellung, in dem Gameplan, den ich dann für mich formuliert habe, konnte man die oder hätte man die als sogenannten S1 sehen können. Das wäre also meine erste Unterstützung gewesen. Und resultiert aus dem Umstand, dass das die vorbörslichen Tiefs waren. Das war hier dieser Bereich, deswegen ist die Vorbörse so relevant für mich. Und dann haben wir den Drive unter diese vorbörslichen Tiefs gesehen. Also wir eröffnen oberhalb, drehen dann über und fallen unter diese Tiefs und halten drunter. Und interessanterweise fällt dieser Bereich hier, diese vorbörslichen Tiefs um 268, 268,50, fällt zusammen mit dieser orangefarbenen Linie hier. Das ist der volumengewichtete Durchschnittspreis, also der durchschnittlich vom Markt bezahlte Preis. Und als wir diesen Drive sehen und dann hier in diesem Bereich Schwierigkeiten bekommen und sich offensichtlich zeigt, dass wir nicht in der Lage sind, den zurückzuerobern, habe ich gegen dieses Level einen Short, gegen 268 ungefähr und kann relativ deutlich eigentlich, also riskieren gegen diese Stuff-Hochs hier. Ich habe den Stop aber dann höher gesetzt. Man sieht nämlich, in dieser Kerze wäre ich ausgestoppt worden. Also mal angenommen, ich setze den Stop hier direkt auf diese Hochs drauf. Also hier so in diesem Bereich, da, in diesen Gefilden, habe ich mich short positioniert. Wir rollen über. Aber wir sehen, also an der Stelle, ich möchte neue Tagestiefs sehen. Also ich möchte nach dem Drive Bounce halten unterhalb der vorbörslichen Tiefs, will ich den nächsten Momentum Drive auf der Unterseite sehen. Und dann habe ich auch ein projiziertes Kursziel übrigens, wo ich dann eben sage, ich habe hier die erste Bewegung. So. Und dann nehme ich diesen Arm und nach dem Bounce und dem Halten dann unterhalb dieses charttechnisch relevanten Levels will ich mit Überrollen neue Tagestiefs sehen und gehe dann auf ein ungefähr projiziertes Kursziel im Bereich um 264, so ungefähr erstmal. Und das ist der Trade, den ich an der Stelle eben machen möchte. Und jetzt sieht man hier, wir rollen über. Ich habe dem hier ein bisschen Loft gelassen und dann gab es hier so eine, nennen wir sie mal Stuff-Kerze, 15:06. Da schießen wir plötzlich aus dem Stand einfach so scharf nach oben und werden sofort wieder abverkauft an dieser Stelle. Also das war deutlich erkennbar. Da gab es wirklich einen aggressiven Käufer unterhalb der 2,62. Wir haben auch unterhalb des volumengewichteten Durchschnittspreises und unterhalb oder leicht um 2,68 hatten wir geschlossen, um dann ein weiteres Momentum aufzunehmen. Als ich die Kerze gesehen habe, ich hatte zu diesem Zeitpunkt nicht voll den Fokus auf dem Chart. Ich dachte, die hätte mich gestoppt, weil mein Stop ja theoretisch in Anführungsstrichen hier liegt. Ich habe aber, bevor ich den Trade oder als ich den Trade aufgesetzt hatte und den Stop gesetzt hatte, habe ich gesehen, das ist die 2,68,75. Und da kommt ein Gedanke, den hatte ich schon mal in einigen Tutorials immer wieder zum Thema gemacht und hier hat er an der Stelle dafür gesorgt, dass ich nicht gestoppt worden bin. Ich hatte gesagt, runde Level, die solltest du vermeiden. Also du möchtest deinen Stop nicht auf oder vor ein rundes Level setzen, wenn du long bist, beziehungsweise, also vor ist dann in dem Fall für die Shortseite auch, dass du
als Liquiditätsanbieter einfach nicht fungieren möchtest. Also das bedeutet, wenn ich eine Short-Position habe, dann lege ich den Stop nicht auf die nächste Runde, auf das nächste Runde-Level, sondern leicht drüber. Beziehungsweise wenn ich mich long positioniert habe, sagen wir mal 10 gekauft habe, 10 Dollar, dann ist mein Stop nicht, oder beziehungsweise ich bin 10,20 Dollar gekauft und Stop liegt bei 10. Dann lege ich meinen Stop nicht bei 10 oder 10,03 oder irgendwie sowas, sondern lege meinen Stop bei 9,98 oder 9,95, je nachdem. Einfach, weil Runde-Level gerne als Level gesehen werden, um gegen diese zu kaufen, von alteingesessenen Tradern, in Anführungsstrichen, könnte man jetzt sagen. Also das ist ein menschliches Phänomen, einfach eine runde Zahl an dieser Stelle zu nehmen. Und genau dieses Aufrunden, das sorgt dann eben dafür, dass ich sage, okay, dieses runde Level, ich lege den leicht drüber, über dieses runde Level und sehe eben jetzt auch hier, das sind 25 Cent mehr in einer Aktie, die 250, 270 Dollar eben hier notiert. Also das macht den Kohl nicht wirklich fett, auch im Hinblick auf meine Positionsgröße. Und ja, jetzt wunderbar funktioniert. Das Hoch dieser Kerze, dieser Stuff Candle ist 268,84. Mein Stop lag auf 269,10 oder 269,5. Ich muss jetzt gucken, also 0,5 an der Stelle. Aber nur knapp oberhalb und somit bin ich da nicht gestoppt worden. Und dann, wie gesagt, haben wir hier einen Drive gesehen, aber meine These ursprünglich, dieser Momentum-Drive, der ist nicht aufgegangen, weil wenn ich hier das Halten drunter sehe, unter dem Rewop, unterhalb der vorbürstlichen Tief 268, meinem S1, dann will ich jetzt Momentum sehen, der uns direkt auf oder beziehungsweise in Richtung und unter neue Tagestiefs führt. Und das hat eben hier nicht funktioniert, sondern wir haben dann ein relativ choppiges Treiben gesehen, mit etwas mehr Geduld, mit etwas mehr Raum, den ich in Trade gegeben habe, hat man gesehen, hätte ich dann wirklich dann schlussendlich noch die 264 erreicht. So bin ich hier in diesem Bereich, Verzeihung, hier schon bereits ausgestoppt worden und habe es dann gut sein lassen. Also war dann auch nicht mehr wirklich fokussiert, sondern habe einfach nur gesagt, so, jetzt Wochenende feiern. Und habe die Kiste ausgemacht im übertragenen Sinne. Nicht ganz so professionell, aber so war es einfach. Am Freitag war mein Drive jetzt nicht so stark ausgeprägt. Und aber grundsätzlich ist das eine Idee, wie man solch ein Play in einem relativ starken Titel spielen könnte. Und das ist etwas, diese Herangehensweise, die würde ich vorschlagen, jetzt auch jetzt heranziehen. Also sieht jetzt noch alles sehr, sehr dünn aus, was wir hier in der Vorbörse zu sehen bekommen. Aber könnte ganz interessant sein, tatsächlich zu sagen, Supportregion oder auch der volumengewichtete Durchschnittspreis vielleicht hier, Bereich so 2,67 vielleicht, Pi mal Daumen, haben wir ja auch im Widerstand gefunden. Sind wir jetzt in der Vorbörse erstmal ganz dünn in der Lage drüber zu halten. Aber sollten wir schon in der Vorbörse Abgabedruck sehen, die vorbörslichen Tiefs brechen und die dann nicht in der Lage sein, zurückzuerobern, könnte das für solch ein nennen wir es mal Mean Reversion Play oder Pull-In Play, zum Beispiel, wo wir übergeordnete Korrekturbewegung erwarten, die ein bisschen größer ausfällt, Größenordnung, weiß ich nicht, im Bereich um 20 Dollar oder was, wenigstens mal Test dieser Aufwärtstrendlinie, könnte interessant sein für ein Short Play in einem sehr, sehr starken Titel, den man aber, ich denke, weiter aggressiv managen sollte, weil eben Nvidia sich relativ stark präsentiert und die Qs, der Nasdaq, eben vor dem Ausbruch neuer Hoch steht und der Technologiesektor also weiter relativ stark sich tatsächlich präsentiert. Also das wäre ein Play für eine Nvidia. Auch ein Gedanke vielleicht rund um, für den Tesla. Weiter relativ stark. Muss ich ehrlich sagen, also wirklich stark. Hier dieses Gap-Up, was wir letzte Woche zu sehen bekommen haben, letzte Woche Montag. Wir haben angesetzt, dieses zu schließen. Also von den initialen Aufschlägen unter der Woche, der Attack auf der 200 ist jetzt erstmal nicht so viel übergeblieben. Aber ich finde immer noch eine unglaublich relativ starke Vorstellung, die Tesla hier präsentiert. Knappes Halten unterhalb der bis dato Jahreshochs und auch aus dem psychologisch relevanten Bereichs, also 2,10 ist jetzt ungefähr Region um die Jahreshochs, 200 Dollar. Kann mir sehr gut vorstellen, dass wir da eher früher als später eine sehr dynamische Attacke zu sehen bekommen, auch mit Ausblick jetzt auf die Delivery Numbers Anfang April. Müsste jetzt mal aufs Datum schauen, aber ich vermute mal, die werden am 1. oder am 2. ausgegeben. Ich guck mal ganz kurz, was ist der erste für ein Tag? Das ist ein Wochenende. Ja, wahrscheinlich Sonntag. Wahrscheinlich 1. April, vielleicht nicht so. Vielleicht wird's am Sonntag an dieser Stelle, dass die am Sonntag die Zahlen veröffentlichen und dann am Montag entsprechend eben mit
mit einem Gap wir eröffnen. Sollten die überzeugen? Das ist immer so ein bisschen die Frage, wo sie ungefähr reinkommen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass die überzeugen vor dem Hintergrund dessen, was wir aus China zu sehen bekommen, scheinen erhöht zu sein. Also ich würde jetzt nicht blind auf diese Deliveries irgendwie mich long positionieren, aber ich wäre nicht überrascht, sollten die so stark reinkommen, dass sie uns dann auf neue Jahreshochs gappen lassen und wo sich dann die Frage stellt, ob wir in der Lage sind, dieses Gap zu halten. Also ein deutlicher Push auf der Oberseite über 210 ist dann schon durchaus realistisch. Das ist jetzt nächste Woche, also beziehungsweise jetzt am anstehenden Wochenende. Mal gucken, vielleicht sehen wir auch schon vorher irgendwie eine Antizipation, einen Drive in irgendeiner Form in diese Gefilde. Auf jeden Fall, die positive Korrelation zum Nasdaq, die ist definitiv erkennbar. Machen wir das ganz kurz vielleicht mal hier auf, dann haben wir da auch eine Vorstellung von. Wo sind wir denn da? Tesla. So. Machen wir hier einen Tageschart auf. Und also hier ist wieder, das ist der geankerte Rebomb, einmal von den September-Hochs ungefähr, so um 300, 310 laufend, ungefähr von den Jahrestiefs hier zusammenlaufend. Das hatten wir gesagt gehabt, dass das eine interessante Region ist für einen Longplay aus dieser Perspektive. Und was wir jetzt machen wollen ist, wir legen mal die Qs drüber. So. Oh, hoppala. Symbol vergleichen? Ja. So, sehr gut, hat er gemacht. Sehr schön. Also, weiß nicht, fällt das gut auf? Das geht so, ne? Ja, aber ich denke, es ist schon erkennbar. Es ist, glaube ich, schon erkennbar. Also, wir sehen hier Bullishness in der Tesla, die dann meistens überschießt auf der Oberseite, aber genauso auf der Unterseite unterschießt im Falle eines bärischen Umfeldes. Sollte es jetzt hier zu diesem Breakout höher kommen, dann ist davon auszugehen, dass auch Tesla sich dieser in Anführungsstrichen orangefarbenen Linie, also in dem Fall den Qs eben anschmiegen wird oder dem folgen wird. Vielleicht ausgehend von starken Deliveries, starken Earnings, dann auch als relative Stärke-Play entsprechend eben auf, zügig auf neue Jahreshochs eben tatsächlich berichtet, also wie gesagt über die 210 an der Stelle. Also Tesla durchaus ein Kandidat, der Breakout-Potenzial hat, sollten sich diese Bullishness fortsetzen, sollten wir einen Pull-In zu sehen bekommen, scheitern im Bereich der Jahreshochs in den Qs, dann ist meiner Einschätzung nach Tesla nicht ein wirklich guter Kandidat. Ich glaube, das ist auch relativ stark, besonders ausgehend von dann starken Earnings und dergleichen. Nvidia vor dem Hintergrund dieses stark überdehnten Modus ist eventuell ein Kandidat für einen schärfen Pull-In. An der Stelle, oder schärferen Pull-In, aber wie gesagt, dafür brauchen wir erstmal ganz klare Signale, die uns auf den untergeordneten Zeit eben gesendet werden. Vorbörsliche Tiefs, relative Schwäche, Range, die sich ausbildet, auch Volumen, was gehandelt wird an der Stelle, auch eine Nvidia ist relativ dünn, bis dato jedenfalls gehandelt, zum Beispiel Drop unter die vorbörslichen Tiefs nicht zurückerobern und dann könnte das ein Intraday-Shortplay werden, welches vielleicht ganz interessant sein könnte. So, das also zu den Einzeltiteln. Dann werfen wir einen Blick auf die Devisen und werfen einen Blick auf den Euro zum US-Dollar. Schau mal ganz kurz hier in die Chatbox. Oh, jetzt sehe ich gerade die Frage zu Intel. Gefällt mir gar nicht. Also ich kürze es mal ab. Ich gehe jetzt nicht in den Chart rein oder dergleichen. Aber ich glaube, die Leader in diesem Bereich sind ganz klar Nvidia und auch eine AMD. Intel hat jüngst jetzt auch, glaube ich, eine Dividendenkürzung verkündet. Wachstumsaussichten sind nicht sonderlich stark. Ich glaube, die sind in Anführungsstrichen abgehängt einfach. Das sind keine Leader in dem Bereich. Also der Leader im Bereich Semiconductor, den sehe ich ganz klar mit Nvidia. Auch vor dem Hintergrund seiner Aufstellung im Bereich GPUs und im Bereich dann eben künstliche Intelligenz und dergleichen. Also Intel würde ich an der Stelle nicht sonderlich attraktiv erachten. Also längerfristig als Investment erstens nicht und auch als Trading-Aktie an der Stelle nicht sonderlich interessant. Wer schon mal eine Intel gehandelt hat, der weiß auch warum. Es ist nicht wirklich das, was ich gerade meinte im Hinblick eben auf die Bewegung, auf die Grundvolatilität, auf das, was ich gerne, also ich für mein Trading sehe. Also Beta-Stocks, High-Beta-Stocks, die einfach stark dynamische Impulse dann sehen, weg von dem Preis, den ich als aussagekräftig eben ausgemacht habe. Eine Intel, die ist, da kannst du auch Gras beim Wachsen zugucken. Also das ist wirklich nicht sonderlich attraktiv. Das mag vielleicht mal anders gewesen sein, aber mittlerweile ist das eher so ein bisschen durchwachsen. Und wenn ich mich eben positionieren möchte, ich glaube, der Semiconductor-Bereich, der hat sicherlich einiges an bullischem Potenzial, das hat er auch unter Beweis gestellt. Auch wenn der SMH gerade Schwierigkeiten hat, auf neue Jahreshochs zu
zu brechen und auch hier für den Pull-In prädestiniert ist und dann wiederum das Auswirkungen haben könnte auf beispielsweise eine Nvidia, wenn sich der breite Markt oder der breite Sektor dann schwach darstellt. Semiconductor stark, genau. Dann möchte ich mit dem Leader, genau, da möchte ich mit dem Leader positioniert sein. Und wie gesagt, das sehe ich bei Intel nicht. Also da haben die Quartalszahlen, der Ausblick, die jüngsten Zahlen nicht wirklich überzeugen können. Ich glaube, Dividendenkürzungen hatten sie jetzt auch noch kommuniziert gehabt und dergleichen. Können wir ganz kurz mal googeln. Ich glaube nicht, dass ich die jetzt verwechsle. Dividende Intel. So, mal gucken. News. Dividendenfalle. Okay. Der Plan für den Turnaround. Aktie von Intel steckt nach schlechten Ergebnissen. Dividendenkürzung. Genau. Dividendenkürzung. Einfach mit einem Turnaround. Das war 4. Ich habe jetzt nicht drauf geklickt. Haben wir noch was? Personalkarussell. Okay. Also, Dividendenkürzung scheint ich nicht verwechselt zu haben. Also, ist aus der Perspektive nicht wirklich ein interessanter Kandidat. So, jetzt kommt gerade hier ein Flash rein, übrigens in Gold, unter 9,61. Da können wir gleich einen Blick drauf werfen. Hat jetzt tiefere Tiefs markiert. Nicht gut, ehrlich gesagt. Mal gucken, vielleicht ein Breakout-Kandidat, wenn wir nochmal dann auf der Oberseite im Bullischen sehen. Aber das war auch vorgestern, am Freitag, war das jetzt nicht unbedingt das Interessanteste, was wir hier zu sehen bekommen haben. Also Blick auf den Euro-US-Dollar zunächst einmal. Hat sich unwesentlich verändert, aber man kann deutlich ausmachen, dass wir folgend auf die Entwicklung im Bankensektor auf jeden Fall Sorge sich hier entsprechend eben breit machen sehen, offensichtlich, und dass die Credit Suisse, die ursprünglich hier für diesen Flashout stattgefunden hat oder mitverantwortlich war, dass die eben, dass das keine Eintagsfliege war, sondern dass es immer noch Sorgen gibt, dass man seitens der EZB entsprechend wird agieren müssen und geldpolitisch sich expansiver präsentieren wird müssen. Und genau diese geldpolitisch expansive Haltung an der Stelle, die macht sich eben dann auch jetzt bemerkbar im Hinblick beispielsweise auf die Entwicklung rund um die Deutsche Bank. Ganz kurz vielleicht dazu, hier Kollege Finanzminister, nee, ist er nicht mehr. Nee, was macht er denn jetzt? Kann mich nicht dran erinnern. Haha, das war ein Witz, was. Nein, also hier Herr Scholz hat am Freitag gesagt, er sieht die Deutsche Bank sehr stabil aufgestellt finanziell, hochprofitabel. Ich mal gucken, ob die Zitate hier, Deutsche Bank hat die Geschäfte grundlegend modernisiert und neu organisiert, ist eine sehr profitable Bank, hat er gesagt. Scheint er mehr zu wissen als die Aktionäre. Also wir nehmen jetzt ganz kurz einmal den Blick auf die Deutsche. Wo haben wir sie denn da unten? Hatte ich sie noch irgendwo aufgemacht? Da ist die Deutsche Bank. Also wenn das so sein sollte, dass es eine hochprofitable Bank ist, dann muss sich das vielleicht aber auch mal im Kursverlauf bemerkbar machen. Und unter Aktionären hat sich das scheinbar noch nicht durch rumgesprochen. Wenn man sich den Kursverlauf anschaut, hier zurückgehend Kurshistorie bis im Mai 2017, hoch um 18 Euro ungefähr, mehr als halbiert an der Stelle und kommt von 60 Euro rund aus 2010, Pi mal Daumen. Also irgendwie hat sich das unter Aktionären auf jeden Fall noch nicht rumgesprochen. Und also die Situation scheint wirklich dramatisch zu sein rund um die Deutsche, wenn sich sogar der Kanzler meint, äußern zu müssen aus dieser Konstellation. Wir haben jetzt gesehen, dass der Euro offensichtlich darauf negativ reagiert. Ja, also sprich anders formuliert, wir haben hier klare Signale zu sehen bekommen, dass wir auf die Aussicht auf einen geldpolitisch lockereren Kurs offensichtlich, also seitens der EZB, Abgabedruck im Euro zu sehen bekommen. Dieser konnte aufgeholt werden, folgend auf die Credit Suisse, zum einen, weil man sich hat überraschend restriktiv positioniert seitens der EZB und zum anderen auch, weil die FED offensichtlich, weil ihr kein Vertrauen geschenkt wird im Hinblick auf ihren geldpolitischen Kurs. Und das hat dazu geführt, dass wir diese Ausschläge haben hier entsprechend bis und über 1,09 sich erstrecken sehen. Sehen allerdings jetzt auch einen relativ scharfen Pull-in durch die Entwicklung rund um den europäischen Bankensektor. Und ich würde sagen, die Situation ist weiterhin alles andere als entspannt.
Und ausgehend hiervon würde ich den Euro eher weiter von der Short-Seite spielen wollen. Problem ist allerdings jetzt bei der ganzen Sache, gegen den US-Dollar ist das schwierig, weil der US-Dollar sich ebenfalls relativ schwach präsentiert oder beziehungsweise von den Marktteilnehmern schwach gesehen wird und oder beziehungsweise erwartet wird, ein geldpolitisch expansiverer Kurs, was sich negativ auf die Zinsentwicklung zweijähriger, zehnjähriger Zinsen durchschlägt und dann infolgedessen dazu führt, dass wir eben auch den US-Dollar hier nicht wirklich als, als relativen Stärkekandidaten in irgendeiner Form sehen. Bringt uns zu Gold. Also auch hier die Devisen relativ kurz und knackig abgefrühstückt. Also sehe ich weiterhin derzeit als nicht sonderlich attraktiv und einen näheren Blick wert. Aber für Gold sieht die Situation wesentlich interessanter aus. Also, diese kurze Flashout, da waren wir, haben wir gerade gesehen auf der Unterseite, auch seit Freitag. Ich bin erstaunt, ehrlich gesagt, hätte ich nicht gedacht, dass wir es hier nicht packen, dass wir es hier nicht packen, gleich am Freitag den Break auf neue Wochenhochs und über die 2000-Dollar-Marke auf den Weg zu bringen. Aber nunmehr erkennen wir eben Potenzial für eine relativ breite Korrektur oder nicht Korrektur, anderes Wort, für ein Dreieck, welches sich hier erneut herauskristallisiert. Dieses Aufsetzen über die letzte Handelswoche, das ist jetzt ein Pull-in, mit dem würdest du jetzt an der Stelle erstmal nicht so rechnen, weil du eben die Risikoaversion siehst, weil du sagst, übers Wochenende hinweg, Absicherungsgeschäfte, warum kommt der Break nicht zustande? Aber vielleicht wollen wir auch im Nachgang sagen, vielleicht gut, dass wir den Break nicht zu sehen bekommen haben, denn dadurch erwächst jetzt wirklich ein signifikanter Breakout-Bereich hier auf der Oberseite. Moment. Und sollten wir jetzt hier uns oberhalb der 49 halten können, erneut aufdrehen und dann erneut so eine enge Konsolidierung unterhalb dieser Breakout-Region zu sehen bekommen, ähnlich das, was wir hier zu sehen bekommen haben, kurz bevor es dann diesen starken Drive auf der Oberseite gab, in das Wochenende, wo die Credit Suisse durch die UBS übernommen worden ist, dann wäre das hier ein potenzielles Play für die Long-Seite, was interessant ist. Also bis hierhin noch nicht sonderlich interessant, ist in den Fokus gerückt hier am Freitag. Ich hätte den Break schon höher erwartet, der ist ausgeblieben. Jetzt sehen wir eben einen Pull-in. Mal gucken, ich muss ehrlich gestehen, also auch der kontinuierliche Abgabedruck, da hat auch, glaube ich, ein bisschen die Psychologie eine Rolle gespielt. Das ist mir dann in den, in den Wochenschluss, also Freitagabend ist mir das plötzlich klar geworden. Da dachte ich mir so, wo kommt eigentlich jetzt die Schwäche her? Ist es wirklich eine Aufhellung der Gesamtsituation? Irgendwie keine Risikoaversion übers Wochenende? Und dann dachte ich mir so, naja, sind wir mal ganz ehrlich, wenn wir jetzt ins Wochenende gehen. Wenn du noch zusätzlich Sorgen schüren möchtest, so möchte ich mal vielleicht sagen an der Stelle, neben den Sorgen, die sicherlich durch die auch diese Kommunikation seitens der Finanzministerin Yellen zum Beispiel geschürt worden sind, dann hast du einen Goldpreis über 2000 Dollar ins Wochenende hinein, was psychologisch sicherlich dann auch mal ein Statement ist an der Stelle, weil das ist Region um die Allzeithochs. Die Leute können übers Wochenende entsprechend das verarbeiten, werden sich fragen, warum handelt Gold eigentlich im Bereich der Allzeithochs? Ist das nicht ein klassischer sicherer Hafen? Das schürt Sorgen, das führt zu Diskussionen, zu Gesprächen unter Menschen, vielleicht beim Barbecue oder sonst dergleichen. Und dann befeuerst du dadurch natürlich auch aus der rein psychologischen Warte eventuell, dass die Leute sagen, vielleicht hebe ich mal so 2, 3 Dollar von von meiner regionalen Bank, wo mein Bankkonto eben ist, ab. Vielleicht ist doch nicht alles so im Lot, was uns da so erzählt wird. Und wenn ich das vermeiden möchte, also ist jetzt ein sehr, sehr grober Gedankengang, aber ich denke, den sollte man durchaus mit einkalkulieren. Naja, dann versuche ich irgendwie hier Abgabedruck gegen die 2000 auf den Weg zu bringen und einen heftigeren Abpreis vielleicht zu provozieren oder in irgendeiner Form den Markt in einem dünnen Umfeld, dann ausdünnenden Umfeld eher unter Druck zu bringen, um dafür Sorge zu tragen, dass wir eben nicht über 2000 Dollar die Woche beschließen. Das wird sich früher oder später wird sich das nicht mehr machen lassen, besonders wenn durch einen fundamentalen Katalysator dann entsprechend, wie zum Beispiel nächste Woche Arbeitsmarktzahlen aus den USA, einen Break höher vielleicht auf den Weg gebracht wird. Aber kurzfristig ist das eventuell mal eine kurze, nennen wir sie mal Entspannung an der Stelle. Sie trifft es vielleicht das relativ gut. Und das ist durchaus etwas, was wir hier in Betracht ziehen sollten. Nichtsdestotrotz starke Widerstandsregionen knapp unterhalb der Allzeithochs. Im Bereich hier, wir können es auch da sehen, um 2000 ungefähr, das war auch ein Bounce-Hoch aus dem April letzten Jahres.
Und nächster Halt auf der Oberseite sind die Allzeithochs. Also sprich anders formuliert, wenn wir jetzt hier ein höheres Tief bilden sollten und wir halten uns oberhalb von 39, 935 ungefähr, das ist die Ausbruchregion, und sehen da jetzt Käufer reinkommen, die uns wieder in Richtung dieser Ausbruchregion eben hier führen, dann ist das potenzielles Action-Level, auch in den nächsten Monat hinein, besonders mit den neuen fundamentalen Zahlen, Arbeitsmarktzahlen, Einzelhandelsumsätze, ganz besonders Inflationszahlen aus den USA, und sollte man meiner Einschätzung nach auf jeden Fall hier auf dem Schirm haben. So, das also zu Gold an der Stelle und der aktuellen Konstellation. Also wenn ich den US-Dollar Short spielen wollte oder auch den Euro oder in Bezug auf beide sehr skeptisch bin, dann scheint Gold hier auf jeden Fall durchaus interessant zu sein. Aktuell nicht, aber vielleicht schon mal mental vorbereiten, dass da früher oder später ein scharfer Breakout mit Attacke auf die Allzeithochs anstehen könnte. Vorausgesetzt natürlich, wir bilden jetzt hier ein höheres Tief an der Stelle. Das ist natürlich die Grundvoraussetzung. Sofern wir das allerdings in der Lage sind zu bauen und dieses steigende Dreieck ausbilden, ist da ein dynamischer Breakout höher auf jeden Fall im Bereich des realistischen und sollte man meiner Einschätzung nach auf dem Schirm haben. So, das also noch zu den Rohstoffen. Dann habe ich gesehen, da kam auch noch eine Frage jetzt zu Bitcoin. Da wollen wir natürlich auch einen Blick drauf werfen. Auch Coinbase übrigens könnte ganz interessant sein als Einzeltitel. Da können wir gleich vielleicht nochmal final einen Blick drauf werfen. Also ich würde es nämlich nicht direkt mit Bitcoin spielen, sondern ich würde das eher mit Coin spielen. Die Plays, von denen ich da ausgehe an der Stelle. Erstmal, was ich interessant finde, ist diese wirklich starke Konsolidierung, die wir jetzt hier in Coin zu sehen bekommen. Bitcoin zu sehen bekommen, Verzeihung. Durchaus interessant hier an dieser Stelle, denn meiner Einschätzung nach bullischen Breakout vorbereitend. Also wir sehen auch hier höher, also nach diesem kurzen Flashout, Washout-Moment, das war am Mittwoch. Ich glaube, das war begünstigt einmal durch die Kommentare von Yellen, aber das war auch begünstigt sicherlich durch die Meldung dieser Wells Notice seitens der SEC an Coin. Wonach die ja die angebotenen Finanzprodukte hier unter Beobachtung nehmen, beziehungsweise planen, Anklage zu erheben. Und das einiges vielleicht auch im Kryptobereich mal kurzzeitig an Volatilität begünstigt hat. Könnte ganz interessant werden, weil wir haben diese Wells Notice gesehen. Wir sehen in dem Zusammenhang gleich auch übrigens bei Coin einen relativ scharfen Abprall, aber kein weiteres Momentum, was aufgenommen wird auf der Unterseite. In Verbindung, und wir wissen, dass Coinbase und Bitcoin positiv zueinander korreliert sind und Breakout hier auch höher anstehen könnte, dann mit einer Attacke auf die 30.000-Dollar-Region auf der Oberseite, ist durchaus ein Grund dann auch für Coin vielleicht die Long-Seite eher zu favorisieren. Also, erstmal in Bezug, wie gesagt, auf Bitcoin. Aktuell choppy seitwärts in dieser engen Konsolidierung, aber das ist eine bullische Konsolidierung. Breakout höher scheint durchaus im Bereich des Möglichen zu sein. Und wie gesagt, vor dem Hintergrund, dass die 30.000 in Anschlagdistanz ist, glaube ich, haben wir auch realistisch die Chance, dass wir hier dann mit einem Break höher Richtung 30, vielleicht sogar Richtung 32.000 Dollar durchmarschieren auf der Oberseite. In Bezug auf Coin, da werfen wir nochmal ganz kurz einen Blick drauf. Da kann man es hier sehen. Das war die Wells Notice, dieses Gap Down. Und das ist ganz interessant jetzt. Man kann es hier erkennen. Wir sind im Bereich um ungefähr 63, 50, 64 haben wir einen Boden gefunden. Also das heißt, am Donnerstag bounce gegen dieses Level. Nochmal Pull-In am Freitag. Hier nochmal in diesem Bereich gelaufen, aber keinen schärferen Push tiefer gesehen. Also wir können mal ganz kurz vielleicht hier, kurz einen Augenblick, Qs nehmen wir mal raus. Habe ich Coin hier offen? Nein. Mal auf und dann gehen wir mal auf den 5-Minuten-Chart. So, also diesen Bereich, wir haben halten können, die vorbörslich ausgebildeten Tiefs, das war Bereich 63 ungefähr, ganz in diesen Flush-Bereich um 60 ist es ungefähr gewesen, am Donnerstag sind wir nicht mehr gelaufen. Das könnte es schon gewesen sein. Also nach unten hier in Coin. Interessant wird jetzt zu sehen sein, ob wir in der Lage sind, über 70 zu schließen. Würde ich mal sagen. Das ist ein Widerstandsbereich gewesen, hier folgend auf diese Wells Notice offensichtlich auch das Hoch des Tages am Donnerstag an der Stelle. Oder ob es vielleicht nochmal einen kurzen Washout gibt auf der Unterseite in Richtung der 64 und wir dann höher gekauft werden. Auf jeden Fall sollte Coin über 70 schließen,
ist die Aktie durchaus ein Kandidat für einen teilweisen Gap-Schluss, Gap-Close, hier Richtung 77, Mid-70s, 77, vielleicht $80 sogar. Also könnte durchaus auch ein interessanter Kandidat sein. Und nochmal positiv korreliert zu Bitcoin. Also sieht Bitcoin den Break höher und den Push in Richtung 30.000, sehe ich keinen Grund, warum ich nicht im Falle von Coin davon ausgehen sollte, dass wir dann auch hier bullisches Momentum aufnehmen und eben diesen Gap Close auf diese Wells Notice eben seitens der SEC von Mittwoch nachbörslich zu sehen bekommen. Ich folge jetzt ehrlich gesagt Warren Buffett nicht so stark und seinen Ausführungen. Also die Frage, warum der bei Oxy von stark steigenden Ölpreisen ausgeht, ist eine gute Frage. Also hat seine Exposure ja dramatisch hochgefahren mit Berkshire, habe ich gelesen. Ich weiß nicht, wie hoch die jetzt mittlerweile ist. Warum geht der von steigenden Ölpreisen aus? Vielleicht, weil er davon ausgeht, dass der US-Dollar deutlich an Wert einbüßen wird, vielleicht. Das bedeutet ja im Umkehrschluss, der Ölpreis, der steigt ja in US-Dollar-Terms an der Stelle. Das wäre eine Möglichkeit vielleicht vor dem Hintergrund der Turbulenzen, die wir im Bankensektor zu sehen bekommen. Keine große Überraschung, würde ich jetzt mal behaupten. Der hat auch den einen oder anderen Marktzyklus schon mal gesehen. Ist ja auch jetzt als Berater im Hinblick auf den Bankensektor vorgeladen worden. Das wäre eine Möglichkeit. Ja, vielleicht. Also ich weiß es nicht. Also warum geht Warren Buffett von stark steigenden Ölpreis aus an der Stelle? Das wäre eine Möglichkeit. Und mit Oxy bist du da verhältnismäßig gut, glaube ich, dann aufgestellt. Einfach als Erdgas- bzw. Öl-Explorer an der Stelle. Um WTI jetzt hier interessant zu erachten, würde ich mal sagen. Also rein technisch möchte ich, also interessant, nee, interessant ist das falsche Wort. Ich möchte erstmal für eine Aufhellung des Charts. Also wir sehen ja weiteren Abgabedruck, wir haben jetzt jüngst erst neue Tiefs markiert. 72, 72,50. Möchte ich eine Rückeroberung sehen, wirklich long, eigentlich erst zurück über $80 pro Barrel, der Ausblick. Vielleicht ist das seinerseits schon bereits eine Antizipation auf einen geldpolitisch lockeren Kurs, weil man eben von einem Aufhellen der gesamtkonjunkturellen Situation bei einem weniger restriktiven Kurs seitens der Fed ausgeht, beispielsweise. Ja, aber auch ich spekuliere an der Stelle nur. Also, das ist, was seine Motivation ist in dem Zusammenhang. Also, ich gehe davon aus, strategische Positionen. Vielleicht gehen wir davon aus, dass eben das durch eine ganz klassische Angebotsverknappung die politischen Entwicklungen deuten ja deutlich in diese Richtung hin, dass man auch seitens der US-Regierung vielleicht früher oder später die Ölreserven wieder deutlich wird auffüllen müssen, die ja die Reserven, die seitens der Biden-Administration zwecks zur Verfügungstellung von in Anführungsstrichen Liquidität oder Angebot zwecks preisdrückend, um der Inflation Einhalt zu gebieten, um diese wieder auffüllen zu müssen an dieser Stelle. Das wird allerdings eventuell nur über entsprechende Preisaufschläge denkbar werden, wenn man sich jetzt anschaut, wie stark wie sehr sich die Beziehungen zwischen Saudi-Arabien beispielsweise und Russland querstrich, aber auch China zum Beispiel intensivieren an der Stelle. Wir haben, glaube ich, es war jetzt, ich weiß nicht, ob es wirklich aussagekräftig ist, aber über Kenia am Wochenende der kenianische Präsident, war der das? Ich weiß es gar nicht. Ich bin nur drüber gescrollt, aber der hat gesagt, dass er seine Bevölkerung, seine Bürger davor warnt, um US-Dollar sich zu positionieren, weil jetzt und dann jetzt ist glaube ich zeitnah gerade eben dem Hinblick eben auf einen Deal mit Saudi-Arabien ist gesagt worden, dass Kenia wohl in kenianischen Schillingen wohl Öl bezahlen wird und auch sich im übertragenen Sinne auflehnt gegen das Weltreserve, die Weltreservewährung. Also das wäre eine Möglichkeit, dass man das aus der Perspektive sieht und in diesem Zusammenhang eben von einem stark steigenden Ölpreis ausgeht, weil man eben von einer deutlichen
Entwertung des US-Dollars zeitgleich ausgeht und von einer weiterhin aber hohen Nachfrage nach Öl, einfach geschuldet dem Umstand, dass wir zunehmend feststellen dürften, dass es eben nicht nur alleinstehend mit regenerativen Energiequellen möglich sein wird, eine so hochindustrialisierte Welt, in der wir nun mal in der westlichen Welt leben, und das ist nicht nur auf Deutschland bezogen, das ist bezogen auch auf die USA sicherlich, dass wir in diesem Zusammenhang weiter auf diese fossilen Brennstoffe angewiesen sind und ausgehend hiervon eventuell das eine strategische Positionierung seinerseits ist. Also einfach mal so reingeraten. Bin jetzt nicht wirklich vorbereitet. Ich hoffe, dass ich die Frage dennoch ab einigermaßen solide beantworten können. Und so, das wäre es meinerseits gewesen für den heutigen Tag. Wie gesagt, Nvidia ganz interessant. Coin könnte ganz interessant sein. Auch Tesla für einen Breakout. Also durchaus einige Einzeltitel, die es sich lohnt, auf dem Schirm zu haben. Wir werden dann gleich in der Discord-Community meine Details dazu noch lesen können. Da werde ich noch ein bisschen was vorbereiten, natürlich für den heutigen Handelstag meinerseits und soweit meinerseits. Also, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Gerne, wie gesagt, die Fragen unterhalb des Videos in der Kommentarfunktion, gerne auch in der Discord-Community, euch miteinander, untereinander zu den Märkten austauschen. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like hier. Abonniert gerne den Kanal. Happy Trading meinerseits. Morgen 10:30 Uhr hören wir uns hier gemeinsam wieder mit Markets zum Morning Meeting. Ich freue mich auf euch. Habt euch wohl. Macht's gut. Bis dann. Und tschüss.